Der Freund. Eine Geschichte von Jedida. Vorgelesen von Silviana. Mit einem lauten Knall schlägt Martin die Türe hinter sich zu. Wieder so ein blöder Tag. Er wirft den Schulranzen in hohem Bogen in den Flur, lässt die Jacke auf den Boden fallen, kickt die Schuhe vom Fuß, schlurft in sein Zimmer und dann schlägt er mit der Faust gegen die Wand. Wieder und wieder und wieder. Erst als die Hand zu weh tut, um weiterzuschlagen, lässt Martin die Faust sinken. Deprimiert lässt er sich auf sein kleines Sofa fallen. Als er seine Hand anschaut, da bluten die Fingerknöchel. Martin steht wieder auf und holt einen Beutel Eis aus dem Gefrierfach. Dann setzt er sich auf den Küchenstuhl und kühlt seine schmerzende Hand. Ach, wieso können die mich nicht einfach in Ruhe lassen, denkt er. Jeden Tag das Gleiche. Sie lauern ihm auf, egal welchen Weg zur Schule er auch einschlägt. In der Hofpause, da werfen sie ihm vielsagende Blicke zu, und wann immer sie Martin alleine antreffen, da ist er fällig. Manches Mal treten sie ihm einfach nur in den Hintern oder sie werfen liegengebliebene Mützen, die auf dem Schulboden vor sich hinstauben nach ihm. Heute hat er mit voller Wucht einen nassen Tafellappen abbekommen. Da ist er in die Toilettenräume gegangen und hat sich mit Klopapier die Nässe vom Pullover getupft. Als er wieder ins Klassenzimmer kam, da haben sie ihn Kleckerschwein genannt und über ihn gelacht. Sogar zu blöd, um vernünftig zu essen, hat der Anführer seiner Peiniger dann laut in der Klasse verkündet, und ein paar Mädchen haben pflichtschuldig gekichert. Martin konnte es nicht verhindern, dass ihm die Tränen in die Augen traten und anfingen, die Wangen hinunter zu kullern. Da war das Gelächter in der Klasse noch größer geworden. »Heule, Baby, heule, Baby«, haben sie gerufen und dazu in die Hände geklatscht. Dann war der Lehrer gekommen, hatte jedem ein Blatt Papier auf den Platz gelegt und die Stunde ging los. Eine Klassenarbeit wurde geschrieben. Aber Martin steckte ein Kloß im Hals und die Tränen liefen noch immer über seine Wangen. Stocksteif saß er da und hielt den Füller in der Hand. Er starrte auf das Blatt Papier vor ihm auf der Bank. Aber die Schrift verschwamm vor seinen Augen. Trotzig wischte er die Tränen mit dem Handrücken von den Augen, aber es nützte nichts. Die Tränen liefen noch immer. Die Packung mit den Papiertaschentüchern lag im Ranzen, aber die Angst und die Verzweiflung lähmten Martins Körper und er konnte sich nicht bewegen. In der Klasse war es ruhig und so war Martins Schniefen überlaut zu hören. Martin meinte, hinten in der Klasse ein Kichern zu hören, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein. Der Lehrer sah auf. »Ruhe«, sagte er streng. Und dann schaute er wieder auf den Stapel Klassenarbeiten einer anderen Schulklasse, die er gerade mit dem Rotstift korrigierte. Am Ende der Stunde hatte Martin ein leeres Blatt abgegeben. Naja, ganz leer war es nicht gewesen. In die obere rechte Ecke hatte er noch seinen Namen gekritzelt, bevor der Lehrer sie aufgefordert hatte, ihre Arbeiten selbstständig nach vorne zu tragen. Als Martin fast als letzter mit seinem Blatt zum Lehrertisch gelaufen war, da hatte Kevin, der hinter ihm lief, ihn noch schmerzhaft in die Hacken getreten. Martin war zusammengezuckt, aber er hatte sich nichts von seinem Schmerz anmerken lassen. Er war einfach nur weitergelaufen. Die Tränen waren endlich versiegt. Als er dann aus dem Schulgebäude getreten war, da hatte Jonas ihn am Arm festgehalten, Martin nahe zu sich herangezogen und ihm ins Ohr geraunt. »Morgen lässt du mal wieder Geld sehen, du Heini, und wage dir ja nicht, ohne zu kommen, ist das klar?« Und dann hatte er Martin noch einmal geschüttelt und ihm einen solchen Schubs gegeben,
dass er vorwärts stolperte und fast gefallen wäre. Martin sah auf den leeren Küchentisch und seufzte. Die Mutter würde gleich heimkommen. So sollte sie ihn nicht sehen. Sie würde sich wieder nur sorgen, und Sorgen hatte die Mutter schon genug. Als Martin noch ein winziges Baby bei seiner Mutter im Bauch gewesen war, da hatten sie, der Vater und der ältere Bruder, einen schweren Autounfall gehabt. Der Vater und Martins 2 Jahre älterer Bruder waren dabei ums Leben gekommen. Seither war die Mutter oft traurig. Auch musste sie immer viel arbeiten und war oft müde. Gleich nach Martins Geburt war die Mutter wieder arbeiten gegangen. Sie und der Vater hatten ein eigenes Geschäft gehabt. Aber obwohl die Mutter hart gearbeitet hatte, hatte sie das Geschäft nicht halten können. Sie hatte ausziehen müssen aus dem großen Haus und nun wohnten sie in einer kleinen Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Auch das Auto hatten sie durch den Unfall eingebüßt und so fuhren Martin und die Mutter alle Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Martin konnte sich weder an das Haus erinnern, in welchem sie einmal gewohnt hatten, noch an das Auto. Aber die Mutter redete oft davon. Sie vermisste den Garten und ihre Blumenbeete und das Gemüse, welches sie selbst angebaut hatte. Ja, und Autofahren, das hatte sie stets geliebt. Zumindest bis zu dem Unfall. Am meisten vermisste sie natürlich den Vater und Martins Bruder. Manchmal, wenn sie dachte, dass Martin schlief, dann saß die Mutter im Badezimmer auf dem Fußboden, mit dem Rücken an die Badewanne gelehnt und weinte leise vor sich hin. Nein, dachte Martin, die Mutter hat wahrlich genug Sorgen. So stand er auf, legte den Eisbeutel wieder ins Gefrierfach, räumte seine Schuhe ordentlich ins Regal und hängte die Jacke an den Garderobenhaken. Dann nahm er seinen Ranzen und trug ihn in sein Zimmer. Er knipste die Schreibtischlampe an, und dann begann er, fein säuberlich, seine Schularbeiten zu erledigen. Als er damit fertig war, trug er den Müll raus. Auch die braune Einkaufstasche und einen kleinen Geldbeutel hatte er dabei. Die Mutter hatte ihm eine Einkaufsliste geschrieben und Martin das kleine Portemonnaie hingelegt. Beim Anblick des Geldbeutels durchfuhr es Martins siedend heiß. Er erinnerte sich, wie Jonas ihn nach der Schule gepackt und wieder einmal Geld gefordert hatte. Er schaute in den Geldbeutel, und da lagen 3 10-Euro-Scheine drin. Er sah die Einkaufsliste durch. Die Mutter hatte ihm zu viel Geld in den kleinen Beutel getan. Sie würde es sicher nicht merken, wenn ein Schein fehlte. So viel, wie sie immer im Kopf hatte. Außerdem hatte sie vollständiges Vertrauen in Martin. Als Martin sie einmal gefragt hatte, ob sie denn den Kassenzettel sehen und das Wechselgeld zählen wollte, hatte sie nur gesagt, aber Martin, eine Mutter vertraut ihrem eigenen Kind zu 100%, so ist das nun mal. Dabei hatte sie gelächelt und Martin liebevoll über den Kopf gestrichen. Bisher hatte er die Geldforderungen von Jonas, Kevin und ihrer kleinen Schlägertruppe mit seinem eigenen Geld begleichen können. Doch mittlerweile hatte er ihnen alles gegeben, was er hatte. Er hatte sein Sparschwein aufgeschlagen und auch sein gesamtes Geburtstagsgeld war in die Taschen seiner Klassenkameraden geflossen. Martin hatte sich ein Teleskop davon kaufen wollen. Schon als er sehr klein war, hatte er sich sehr für die Sterne am Himmel interessiert und schon oft war die Mutter mit ihm in der örtlichen Sternenwarte gewesen. Ein eigenes Teleskop. Das hatte er sich schon lange gewünscht und wirklich, wirklich eisern dafür gespart. Doch nun war der Traum geplatzt und Kevin, Jonas und ihre Kumpane hatten sich davon wahrscheinlich nichts weiter als irgendwelche Süßigkeiten oder eine neue Handykarte gekauft. Martin spürte, wie er schon wieder wütend wurde. Mit voller Wucht trat er mit dem Fuß gegen den Mülleimer, der am Straßenrand stand. Eine Frau, die neben ihm lief, schüttelte nur mit dem Kopf und murmelte etwas Abfälliges vor sich hin, das klang wie
Kein Benehmen, diese Kinder von heute. Dann trippelte sie eilig weiter. Martin lachte auf. Ha! Jetzt war er derjenige, der kein Benehmen hatte. Und was war mit Kevin und Jonas und deren Freunden? Hatten die vielleicht Benehmen? Die schafften es doch immer wieder, als die Guten dazustehen. Und er war immer der Blöde, der Idiot, der immer die Tresche abbekam. Martin war es sowas von leid. Er hatte einfach keinen Bock mehr darauf, immer nur der Fußabtreter zu sein. Noch einmal trat er mit aller Kraft gegen den Mülleimer. Der Mülleimer bewegte sich kein Stückchen, denn er war fest in den Boden betoniert. Das machte Martin immer nur noch wütender. Gleich dreimal hintereinander trat er mit dem Schuh an den Mülleimer. Wenn er so weitermachte, dann würde er noch seine Schuhe ruinieren. Die Mutter würde ihn wieder vorwurfsvoll ansehen, auch wenn sie sicher kein Wort sagen würde und ihm stattdessen einfach ein paar neue kaufen würde. Aber Martin würde sich schlecht fühlen, weil er der Mutter zusätzliche Kosten verursacht hatte. Sie arbeitete eh schon viel zu viel. Wenn sie nach Hause kam, dann hatte sie manchmal gar keinen Hunger. Sie fragte Martin nur nach seinen Schulaufgaben und seinem Tag. Dann legte sie sich oft schon am frühen Abend ins Bett. Das tat ihr dann leid und sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie zu müde war, um Zeit mit ihm zu verbringen. Martin wäre es auch lieber gewesen, wenn sie abends Zeit für ihn gehabt hätte. Aber letzte Woche, da hatten sie miteinander gemalt und auf einmal war die Mutter mit dem Stift in der Hand am Tisch eingeschlafen. Plötzlich war ihr Kopf auf die Tischplatte gesunken und sie hatte angefangen, leise zu schnarchen. Martin wusste, dass die Mutter es nicht leicht hatte. Das machte ihn wieder traurig. Seine Füße, die gerade noch in Richtung des kleinen Einkaufsladens gelaufen waren, bewegten sich von der Hauptstraße weg und Martin lief in eine kleine Seitenstraße. Die Straße führte geradewegs zu einem kleinen Acker. Naja, ein Acker war es eigentlich nicht. Eher brachliegendes Bauland. Das Gras war schon über einen Meter hoch und vereinzelt wuchsen bereits einige dünne Bäume. Es würde nicht mehr lange dauern und ein kleines Wäldchen könnte hier entstehen, dachte Martin. Das wäre toll. Dann hätte er einen Ort, an dem er sich verstecken könnte. Dort müsste er keinen Menschen sehen und hätte einfach nur seine Ruhe. Vielleicht könnte er dann in diesem Wald leben. Im Keller hatten sie ein kleines Zelt und zwei Schlafsäcke. Er würde die Pflanzen des Waldes kennenlernen und sich davon ernähren. Fehlte nur noch Wasser. Aber das würde Martin schon auch noch finden. Er würde einfach nie wieder zur Schule gehen. Genau hier könnte er dann auf dem Rücken liegen und jede Nacht die Sterne anschauen, sinnierte Martin vor sich hin. Da trifft ihn etwas am Kopf. Martin schaut auf. Doch niemand ist zu sehen. Er setzt sich wieder gemütlich ins Gras und denkt darüber nach, wie es wohl wäre, in diesem, seinem eigenen Wald zu leben. Wieder trifft ihn etwas am Kopf und neben ihm fällt ein Tannenzapfen auf den Boden. Komisch, hier stehen gar keine Tannenbäume. Martin kniet sich hin und schaut vorsichtig über das Gras. Da sieht er einen Schatten davonhuschen. Kevin und Jonas können das nicht sein. Die sind dienstags immer beim Boxtraining. Von denen ihrer Gruppe kann das auch keiner sein. Martin achtet immer genau darauf, ob ihm jemand folgt, wenn er hierher kommt. Und auch wenn er wütend und traurig war, ist er sich sicher, dass ihm niemand gefolgt ist. Aus dem hohen Gras schaut ein Kopf hervor. Ein fröhliches Jungengesicht grinst ihn an. »Na, du Sauertopf«, sagt das Gesicht. Martin schaut den Jungen an. Er sieht ungefährlich aus. Eher wie jemand, der permanent gute Laune hat. »Ach, was weißt du denn schon?«, erwidert Martin. »Ich?«, fragt der Junge zurück. »Och, ich weiß eine Menge.«
Dann zwinkert er Martin zu und wirft einen weiteren Tannenzapfen nach ihm. Martin duckt sich, aber der Tannenzapfen trifft ihn noch am Kopf. Da legt er sich ins Gras und verschränkt die Hände hinter dem Kopf. Es raschelt kurz im Gras, dann tritt der Junge neben ihn in seine Mulde. »Warum wehrst du dich nicht?« Martin schaut zu ihm auf und mustert den kräftigen Körperbau des Jungen. Der Junge ist mindestens einen Kopf größer als Martin. »Was soll das bringen? Gegen dich habe ich doch eh keine Chance.« Der Junge grinst. »Vollkommen richtig. Gegen mich hast du keine Chance, du Budenklucker.« »Was meinst du damit?« fährt Martin auf und setzt sich hin. »Ich sitze doch hier im Gras und nicht in meiner Bude.« »Trotzdem, Budenklucker«, stänkert der Junge erneut. »Ach, denk doch, was du willst.« Martin zuckt mit den Achseln. »Ist mir gleich.« Damit legt er sich wieder auf den Rücken ins Gras und schaut in den Himmel. Der Junge drückt mit den Händen das hohe Gras ein wenig runter und dann legt er sich neben Martin ins Gras und beginnt nun seinerseits damit, in den Himmel zu schauen. »Was schaust du denn so angestrengt in den Himmel?«, fragt der Junge. »Ich sehe da nix.« Martin dreht den Kopf in Richtung des Jungen. »Ich sehe da auch nichts, aber es entspannt mich einfach, hier so zu liegen, weißt du?« »Ah ja«, sagt der Junge. Und dann boxt er Martin spielerisch in die Seite. »Hey Kleiner, ich bin übrigens Max.« »Ich bin nicht klein«, sagt Martin. »Naja«, stellt Max fest und richtet sich auf. »Du bist auf jeden Fall schon mal kleiner als ich. Und, wollen wir was spielen, Kleiner?« Martin nickt ein wenig verhalten. »Kommt drauf an. Was willst du denn spielen?« Max deutet auf einen Fußball, der neben ihm im Gras liegt. »Fußball, wenn du magst.« Martin schüttelt den Kopf. »Ich bin nicht besonders gut im Fußball. Da suchst du dir lieber jemanden anders.« Max schaut sich um. »Ich sehe hier keinen außer dir. Siehst du noch jemanden?« Martin schüttelt erneut den Kopf. »Nein.« »Na dann?« Max hält Martin die rechte Hand hin und hilft ihm auf die Beine. »Dann legen wir mal los.« Gemeinsam laufen sie zu einem Parkplatz am Rande des Ackers und dann nimmt Max Martin ordentlich ran. In rascher Abfolge fliegt der Ball zwischen den Jungen hin und her und langsam findet Martin Spaß an dem Ganzen. »Fußball ist gar nicht so furchtbar, wie ich immer dachte.« Als es dunkel wird, verabschiedet sich Martin eilig von Max. »Ich muss noch einkaufen, bevor die Geschäfte zumachen«, sagt er und Max nickt. »Ja, mach mal, Kleiner.« Er balanciert den Ball auf seinem rechten Fuß, dann ruft er Martin hinterher. »Komm die Tage mal wieder, dann machen wir weiter.« Mit den Einkäufen eilt er nach Hause. Er hört die Mutter schon in der Wohnung rumoren und es riecht nach frisch gekochtem Essen. Die Waschmaschine läuft und die Mutter singt in der Küche. Als sie Martin sieht, gibt sie ihm einen Kuss auf die Stirn. »Na, mein Großer, hattest du einen schönen Tag?« Martin nickt eifrig. Vergessen ist der schreckliche Schultag. Die Erinnerung an das anstrengende, aber aufregende Fußballspiel mit Max ist noch zu präsent. Die Mutter und Martin verbringen einen schönen Abend. Sie spielen am Küchentisch Schach und nebenbei essen sie das von der Mutter gekochte Essen. »Wie kommt es, dass du so gute Laune hast?«, fragt Martin die Mutter. Sie lacht. »Ja, weißt du, wenn alles gut geht, habe ich bald eine neue Arbeit. Dann muss ich vielleicht nicht mehr so lange von zu Hause wegbleiben und wir haben mehr Zeit füreinander.« Martin freut sich und an diesem Abend schläft er gut und ohne langes Grübeln ein. Doch als er am nächsten Morgen erwacht, da sind die Bauchschmerzen wieder da. Soll er wirklich einen 10-Euro-Schein aus Mutters Geldbeutel nehmen, nur damit Kevin und Jonas ihn in Ruhe lassen? Als ob das jemals was genutzt hätte, denkt Martin. Die Bauchkrämpfe nehmen zu und Martin lässt das Frühstück unangetastet auf dem Tisch stehen. Nein, nach dem Essen ist ihm jetzt wirklich nicht zumute. Er steht auf,
macht sich für die Schule fertig und dann steht er in der Tür. Noch immer hat er keine Entscheidung getroffen. Wenn er sich nicht gleich aufmacht, dann verpasst er die Straßenbahn und kommt zu spät zum Unterricht. Das gibt den Ausschlag. Mit dem Lehrer will er lieber keinen Ärger, sonst wird die Mutter am Ende noch seinetwegen in die Schule bestellt. Martin lässt die Tür hinter sich ins Schloss fallen und eilt die Treppen hinunter. Sollen Jonas und Kevin ihn doch schlagen? Sollen sie? Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Martin rennt die letzten Meter zur Bahn und erwischt sie gerade noch, bevor sie abfährt. Er lässt sich auf einen Sitz fallen und atmet tief durch. Dann denkt er an Max. Ob der ältere Junge heute wieder am Acker sein wird? Martin merkt, wie er sich auf den Nachmittag freut. Er würde gern wieder Fußball spielen. Wenn er noch eine Weile mit Max spielt, dann ist er vielleicht im Sportunterricht nicht mehr eine absolute Niete wie bisher. Martin schmunzelt beim Gedanken daran, wie er mehrere Tore hintereinander schießt und die Jungs aus seiner Klasse ihn überrascht ansehen. Der Schultag verläuft ungewohnt ruhig und beschaulich. Wie es aussieht, liegt Kevin krank im Bett und Jonas scheint heute Besseres zu tun zu haben, als Martin zu schikanieren. Er hat eine neue Freundin und mit dieser läuft er prahlerisch Hand in Hand über den Pausenhof. Martin versteckt sich hinter einem Baum und Jonas und seine neue Freundin laufen an Martin vorbei, ohne ihn zu bemerken. Nach der Schule hat Martin es sehr eilig, nach Hause zu kommen. Er erledigt rasch seine Schulaufgaben, macht sich ein paar Brote und dann läuft er auch schon zum Acker. Sein neuer Freund Max wartet schon auf ihn und nachdem sie gemeinsam über Martins Brote sich hergemacht haben, sind sie auch schon wieder auf den Beinen und kicken Max glänzenden Fußball zwischen sich hin und her. Als es Abend wird, ist Martin völlig durchgeschwitzt und hat vor lauter Anstrengung ganz rote Backen. So geht es nun Tag für Tag. Seit Kevin krank zu Hause ist, bleibt Martin in der Schule weitgehend unbehelligt. Hin und wieder wirft Jonas Martin einen drohenden Blick zu oder macht eine abfällige Bemerkung. Doch im Gegensatz zu sonst hat Martin andere Dinge im Kopf. Max und er haben nämlich beschlossen, in der nächsten Zeit noch ein wenig mehr zu trainieren. Sie wollen versuchen, jeden Tag eine etwas längere Strecke zu laufen und dann noch Liegestütze zu machen. Denn wenn sie so richtig gute Fußballer werden wollen, dann geht's ja wohl nicht ohne ein ausdauerndes und intensives Training. So verlaufen Martins Tage voller Aufregung und Freude und nachts schläft er wegen des anstrengenden Trainings meistens im gleichen Moment ein, indem er sich zu Bett legt. Doch dann kommt der Tag, an dem Kevin wieder zur Schule kommt. Er war lange krank. Fast 6 Wochen hat er im Bett gelegen. Er ist noch ganz blass und sieht etwas kränklich aus. Doch seine Augen blitzen genauso gefährlich wie eh und je. Als er Martin auf dem Gang des Schulgebäudes sieht, winkt er seine Freunde zu sich und gemeinsam und bedrohlich treten sie auf Martin zu. Kevin greift nach Martins Pulloverkragen und will Martin eben zu sich heranziehen, da beginnt dieser laut zu schreien. Aus voller Kehle schreit er: Stopp! Kevin und seine Freunde weichen erschrocken zurück. Auf dem Gang öffnet sich die Tür zum Lehrerzimmer und der Klassenlehrer tritt eiligen Schrittes heraus. Sag mal, geht's noch? Habt ihr den Verstand verloren, so zu brüllen? Sagt er und schaut die Kinder der Reihe nach an. Macht, dass ihr auf den Pausenhof kommt. Ab mit euch! Und dann macht er eine scheuchende Bewegung, als wolle er die Kinder wie eine Schar Hühner vor sich hertreiben. Der Lehrer läuft hinter ihnen her und behält die Gruppe im Auge. Auf dem Pausenhof angekommen, geht Martin zu einem Baum und stellt sich mit dem Rücken zum Baum. So kann er die Gruppe der Jungen im Auge behalten. Doch Kevin und Jonas scheinen Martin vergessen zu haben. Dafür sind sie wieder da, als Martin in die Straße einbiegt, in welcher er wohnt. Da stehen sie, alle Mann, Hände in den Taschen, Schulranzen auf dem Boden. Da stehen sie und beobachten Martin. Da stehen sie und wollen Martin die längst fällige Abreibung verpassen.
Und Martin sinkt das Herz in die Hose. Doch plötzlich steht Max neben ihm. »Wo kommst du denn her?«, fragt Martin erstaunt. Doch Max gibt ihm nur mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er ruhig sein soll. Dann sagt er, »Auf sie mit Gebrüll!« Dann rennt Max los und Martin rennt mit ganzer Kraft hinterher. Gemeinsam schreien sie aus voller Kehle, »Aah!« Dann prallen sie mit aller Macht in Kevins Gruppe. Kevin fliegt zur Seite, Jonas fällt auf seinen Po und die anderen stehen einfach nur überrascht da und schauen. »Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe!« schreit Martin und hebt angriffslustig beide Fäuste. Max ist an seiner Seite und wirft seinen drohenden Blick in die Runde. Jonas steht auf und Kevin hebt beschwichtigend die Hände. »Mal den Ball flach halten, du Weichei«, sagt er. Dann nickt er seinen Kumpels zu. »Zeitverschwendung hier, los, gehen wir.« Damit dreht er sich um und seine Freunde folgen ihm. Schwer atmend steht Martin, immer noch an Ort und Stelle. Aber Max legt ihm den Arm um die Schultern und gemeinsam laufen sie zu Martins Wohnung. »Ich muss los«, sagt Max. Dann dreht er sich um und ist auf und davon, bevor Martin ihm danken kann. Als Martin in die Wohnung kommt, sitzt die Mutter am Küchentisch und lacht ihm freundlich entgegen. »Du bist schon da?«, wundert sich Martin. »Stoß mal mit mir an«, sagt die Mutter und gießt Orangensaft in zwei Gläser. »Ich hab ab morgen eine neue, ganz wundervolle Arbeitsstelle. Na, was sagst du?« Martin läuft auf die Mutter zu und die beiden nehmen sich in den Arm. »Ich freue mich sehr für dich, Mutti, das ist doch toll.« »Ja«, lacht die Mutter, »ich bekomme ein bisschen mehr Geld und ach, ich muss abends nicht mehr so lange arbeiten. Dann haben wir wieder viel mehr Zeit füreinander. Und vielleicht können wir auch mal am Wochenende oder in den Ferien wegfahren. Na, was sagst du?« Die Mutter streicht Martin über den Kopf. Martin nickt und lehnt sich an die Mutter. Dann hebt er den Kopf. »Ich muss noch mal raus, was erledigen«, sagt er. Dann läuft er auf die Straße, hetzt zum Acker. Er sucht nach seinem Freund, doch Max ist nicht da. Auch die folgenden Tage ist Max nicht da. Nirgends ein Anzeichen von ihm. Nach einer Woche hat Martin genug. Er stellt sich in die Mitte der Wiese, genau an die Stelle, an welcher er Max kennengelernt hat, und ruft mit lauter Stimme: »Max, Max, wo bist du?« Da tippt ihm jemand auf die Schulter. »Hey, du brauchst nicht so zu schreien. Noch höre ich sehr gut.« Martin dreht sich um und da steht ein fröhlich grinsender Max. »Wo warst du? Ich habe jeden Tag hier nach dir gesucht«, sagt Martin vorwurfsvoll. Max seufzt leise und dann schaut er Martin in die Augen. »Ich war da, wo ich immer bin«, sagt er. »Was meinst du damit?«, fragt Martin. Max tippt ihm mit dem Zeigefinger auf die Stirn. »Ich glaub, ich stehe auf dem Schlauch.« Martin schaut Max ratlos an. »Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst.« Noch einmal tippt ihm Max auf die Stirn. »Hier bin ich«, sagt er. Und dann zeigt er auf das Feld, den Himmel und die Erde. »Und hier«, damit zeigt er auf Martins Herz, »hier bin ich natürlich auch. Ich bin immer bei dir. Schon seit du geboren bist, bin ich bei dir, kleiner Bruder.« Eine Träne kullert Martins Wange herunter. »Danke«, sagt er nur. »Danke, mein großer Bruder.« Die beiden Brüder sehen sich noch einmal an und lächeln. Dann läuft Martin nach Hause und bittet die Mutter, alte Fotoalben mit ihm anzuschauen. Die Mutter wundert sich ein wenig, doch dann steigt sie auf den Speicher und holt eine große Kiste hervor. Darin sind Fotoalben von ihr, dem Vater und seinem großen Bruder. Allerdings war er da noch nicht groß, wie Martin ihn vom Fußballspielen kennt.
Auf den Fotos ist ein kleiner, pausbäckiger, blonder Junge zu sehen, der fröhlich lachend zwischen den Eltern sitzt. Unter dem Bild steht Max zweiter Geburtstag mit Mutti und Vati. Die Mutter beginnt zu weinen und Martin nimmt die Mutter ganz fest in den Arm. Du brauchst nicht traurig sein, Mutter, denkt er. Max ist immer bei uns und er wird auch immer bei uns sein. Sei nicht traurig, Mutter. Sei nicht traurig. Ende der Geschichte.